Moin moin meine lieben Mitdivision-Agenten und herzlich willkommen zu diesen kleinen, aber feinen Infos. Morgen Abend 22 Uhr werden wir offiziell einiges zu Division 2 erfahren von der E3 aus Los Angeles. Doch gestern Abend sind schon die ersten Bilder geleakt worden, die uns Hinweise auf die Zukunft von Division 2 geben können. Und zwar ist gestern Abend auf Twitter ein Bild von einem Division 2 Banner aufgetaucht, wo wir drei Agents zu sehen bekommen, wo einer eine Armbrust trägt. Die Agentin in der Mitte hat einen Granatwerfer in der Hand und ganz rechts sehen wir eine dicke, fette Sniper über der Schulter. Zudem erkennen wir auf diesem Bild das Washington Monument und Hintergrund das Kapitol. Also lässt uns das Ganze darauf schließen, dass wohl Division 2 in Washington spielen könnte. Und alle drei Agenten sind zudem nicht wirklich warm bekleidet. Das könnte darauf schließen, dass das nächste The Division in wärmeren Zeiten stattfindet. Wie auch immer, dieses Bild ist auf jeden Fall Futter für viele, viele Spekulationen. Doch was uns am Ende wirklich erwartet, das erfahren wir morgen Abend 22 Uhr. Wir werden das Ganze natürlich wieder live begleiten, morgen Abend 21.30 Uhr hier auf diesem Kanal. Schaltet ein, nehmt teil an der Community und fachsimpelt mit uns, freut euch mit uns über die neuen Infos und Trailer, die wir morgen Abend hoffentlich erhalten werden. Genauso wie heute Abend, da werden wir bei Microsoft dabei sein. Wer da also Bock drauf hat, schaltet ein um 21.30 Uhr, ebenso wieder hier live auf diesem Kanal. Und wer gestern die Konferenz von Anthem, also von Electronic Arts und BioWare verpasst hat, der kann sich das Ganze hier nochmal nachträglich auf meinem Kanal anschauen. In diesem Sinne, ich freue mich auf euch, ich bin raus, euer XDX und ciao, ciao!